Herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Let's Show. Diesmal stelle ich nicht ein großes Schiff vor, sondern ein kleines Shuttle und das ist in diesem Fall der Skorpionjäger, den man auf der romulanischen Seite als Shuttle kaufen kann. Zum Erhalt dieses Schiffes geht man hier oben in den C-Store, hier auf diesem Knopf, dann erscheint dieses Fenster. Dann geht man unter den Reiter Schiffe. Weitere Reiter romulanische Klasse hier oben. Dann hat man hier die verschiedenen Schiffe. Und dann hier so, das wechselt, je nachdem, ob sie verfügbar sind oder nicht, erscheint hier Skorpionjäger. So sieht er aus. Dann von vorne. Oben von der Seite. Und hier in der Beschreibung steht, das lese ich jetzt mal vor, anfänglich als Unterstützungsschiff für die Scimitar eingesetzt, stellen die Skorpionjäger schnelle und vielseitige Schiffe mit mächtigen Angriffsfähigkeiten gegen Schiffe ihrer Größe dar. Skorpione verfügen über eine Brückenoffiziersstation, die mit einem beliebigen Fähnrich besetzt werden kann. Sie sind ausgestattet mit Dual-Plasma-Kanonen und Photonentorpedowerfer. Ausrüstung des Skorpionjägers kann nicht auf größeren Schiffen eingesetzt werden. Er besitzt einen kleinen, hocheffizienten Singularitäts-Warp-Kern, der die Fertigkeit Singularitätsüberladung nutzen kann und eine zerstörerische Salve von Angriffen abfeuert. Der Skorpionjäger ist mit einer romulanischen Kampftarnvorrichtung ausgestattet. Diese Tarnvorrichtung kann im Kampf genutzt werden, Waffe und Schilde sind währenddessen aber inaktiv. Der Mindestrang hierfür ist Lieutenant, Mannschaft ist 2. Dieses Schiff hat 2 Waffen am Bug, hat 2 Taktikkonsolenplätze und einen Technikkonsolenslot. Die Basiswendegeschwindigkeit liegt bei 33 Grad pro Sekunde, Impulsmodifizierer 0,3, Hüllenmodifikator 0,55, wobei man sagen muss, dass die Hüllenstärke mit dem Level steigt. Der Schildmodifikator liegt bei 0,5, eine Dual-Plasma-Kanone, die in der Wirksamkeit mit dem Level steigt, ein Plasma-Torpedowerfer, der auch mit der Wirksamkeit der Level gebunden ist. Außerdem hat das Ganze plus 10 Energie auf Waffensysteme und plus 5 Energie auf Antriebssysteme. Ein Singularitäts-Warp-Kern ist dabei und die romulanische Kampftarnvorrichtung. So, na, jetzt habe ich den natürlich schon gekauft. Der kostet normalerweise 500 Zen. Den gab es auch im Legacy-Pack und im Starter-Paket. Je nachdem, da ist man dann Stückpreis pro Schiff billiger dran gewesen, wenn man eh alles haben wollte. Also 500 Zen einzeln im C-Store. Und da ist er ja auch schon. Dieses Schiff kennt man ja aus Star Trek Nemesis als Jäger, in dem Picard und Data von der Scimitar entfliehen. Das ist auch das einzige Mal, dass diese Schiffsklasse bei Star Trek zu sehen war. Und die ist hier jetzt in Star Trek Online verfügbar. So, jetzt zu der Ausrüstung. Ich spiele hier mit einem taktischen Romulaner, der schon auf Vizeadmiral ist, allerdings das Rumpfsystem noch nicht ausgebaut hat. So viel zur Information. Dazu jetzt direkt zum Jäger. Als Bugwaffen habe ich eine schwere Dual-Plasma-Kanone eingesetzt. MK11 blau. Eben nicht diese, wo schon beschrieben wurde, die mit dem Level steigt, aber die hier macht mehr Schaden.
und diesen Plasmatorpedowerfer MK11, auch blau, auch nicht der, wo dabei geliefert ist. Dann hier einmal ein Tachyon-Deflektorschild, der verbessert die Schildsysteme, die den Raumschiff-Flusskondensator, Raumschiff-Gravitongeneratoren, Raumschiff-Tarnung und Raumschiff-Teilchengenerator. Dann ein Hyperimpulsantrieb, MK11 blau, dann ein feldstabilisierender Singularitätswarpkern, der erhöht nochmal die Schildenergie. Außerdem hier ein Schildarray MK9, und zwar der den Plasmaschaden an Schutzschilden um 20% regeneriert, außerdem den Antiprotonenschaden. Als Gerät den Subraumfeldmodulator und die Universalkonsole, der technischen Konsole, Konsolenplatz, den Singularitätsumwandler, der, was macht er? Der absorbiert ausgerichteten Energieschaden zur Singularität. Außerdem reduziert er den Schildschaden um 30% für 30 Sekunden. Baut bei jedem eingehenden Angriff durch gerichtete Energie eine Singularität auf für 30 Sekunden. Und der ist in einem Set verfügbar, nämlich das Set verstärkte Verteidigungssysteme. Da wäre noch der Sabotagedrohnenwerfer dabei. Ich glaube, den habe ich sogar hier im Inventar. Ja. Aber der ist nicht für diesen Jäger geeignet. So, als taktische Konsolen habe ich hier den Plasma-Infundierer, der Plasma-Energieschaden erhöht, und die Ambi-Plasma-Hülle, den Plasma-Projektilschaden erhöht. Crewmitglieder 2, wie gesagt, Erholungsrate der Crew ist im Prinzip egal. Wahrnehmung, Verteidigung, das kann man jetzt hier sich nochmal durchlesen. Angriff, Genauigkeitsbonus 15%, Chance auf kritischen Treffer 5,5%, die Schwere des kritischen Treffers ist 57,5%. Man ist auch auf einem Shuttle ja auch immer ein bisschen begrenzt, man hat ja nicht die Möglichkeiten wie auf einem Raumschiff. Bei nur 3 Konsolenplätzen muss man sich dann schon entscheiden, was man reinmachen will. Ich hätte jetzt auch anstatt dieser Universalkonsole hier die Bohrkonsole einsetzen können, wenn ich eben schon im Rufsystem weiter fortgeschritten wäre. Oder ich hätte auch das romulanische oder das remanische Set einbauen können. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht so weit mit dem Romulaner. Also ist es jetzt mal mit dieser Konsole hier getestet. Hier jetzt nochmal explizit aufgeführt, was das macht. Hier, was war das? Verbessert Unsichtbarkeit und Tarnung bei 250. Okay. Eigenschaften, was hat er da, Romulaner? Plasmawaffenspezialist, Situationsbewusstsein, das ist Boden, lähmendes Feuer. Boden, Raum, während im Kampf sterben, ja. Fähigkeiten, Angriffsmuster voll, Energiewaffen voll, Manöver voll, Tarnung, 2/3, Energiewaffenspezialist auch voll, Projektilwaffenspezialist auch voll, Bedrohungskontrolle leer, Zielsysteme voll, Projektilwaffen voll, Waffentraining voll, Antriebsspule voll, strukturelle Integrität voll, Batterien voll. Warum, weiß ich nicht genau. Impulsschubdüsen 2/3. Betreten auch 2/3. Hüllenpanzerung 2/3. Hier ein bisschen mehr als 1/3. 2/3. Bei Schildleistung, Waffenleistung 2/3. Schildemitter voll, Schildsysteme voll, Teilchengeneratoren voll. Boden interessiert uns nicht. So. Brückenoffiziers Layout ist in diesem Fall recht einfach. Das ist ein wissenschaftlicher Offizier, der Gefahren im Meta 1 hat, um
die Hülle ein bisschen zu regenerieren, während man zum Beispiel in Tarnung ist. Und eine Sache ist auch noch interessant, ich konnte hier zweimal romulanische Kampftarnung ausrüsten. Und die sind nicht einfach nur doppelt drin, sondern die sind auch hier wirklich zweimal vorhanden. Ich weiß auch nicht warum. Aber das hat einen gewissen Vorteil, wenn ich jetzt hier auf die Tarnung gehe. Wenn ich jetzt hier auf die Tarnung gehe und hier enttarne, hätte ich normalerweise 15 Sekunden Ablenk. Aber ich kann hier sofort wieder tarnen. Und bis ich dann hier enttarnt bin, hat das erste schon wieder. Die Ablenkzeit überwunden. Ich kann mich theoretisch ständig tarnen. Das hat natürlich auch Vorteile. So, und als nächstes könnte man jetzt diese... Was heißt könnte, das machen wir jetzt. Angriff in der Atmosphäre spielen, das Shuttle PvE. Und das handelt von den Elachi, wie sie im englischen Sprachraum genannt werden. Wird hier als einfach dargestellt. Das werden wir dann sehen, wie sich das verhält. Und mit dieser Universalkonsole hat man hier eben den Singularitätsumkehrer, der den ausgerichteten Energieschaden absorbiert. Und dann hier noch vom Shuttle Energiewaffen-Singularitätsüberladung. Ansonsten habe ich hier noch drin Angriffsmuster Alpha 3. Auf mein Ziel feuern 3. Taktische Flotte 2. Die taktische Initiative 3. Auf Treffer gefasst machen 3, aber... Das mache ich dahin. Auf Treffer kommt. So. Eben diese beiden Konsolen hier auf Treffer gefasst machen, Ausweichmanöver 3, der Subraumfeldmodulator, die romulanische Kampftarnung, was ist denn das? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu laut. Das hier unten, das sind Sachen wie Suliban-Frachter rufen, im Kampf sterben. Na. Also Quanten-Slipstream-Antrieb und Feuerwerkskörper. Beim Shuttle auch interessant aus. So, was macht denn das PvE? Zwei Leute. Naja. Dann unterbreche ich die Aufnahme an der Stelle. Warte, bis die Reihe voll ist. Dann sehen wir uns auf der PvE-Karte wieder. Bis dann. So, da bin ich auch schon zurück mit Angriff in der Atmosphäre als PvE-Mission für unseren Scimitar Jäger der Skorpion-Klasse. Die waren ja ursprünglich als Begleitschiffe für die Scimitar eingesetzt worden, wie wir in Star Trek Nemesis gesehen haben. Jetzt kommen wir schon in die Elachi-Invasion hinein auf dem Planeten Ri in der Atmosphäre. Eine Elachi-Invasion. Sie brauchen Hilfe, sie haben keine Polizeieinheit, eine kleine Polizeieinheit.
Okay, wir werden sie gegen die Elanche verteidigen. Beschützen diese die romulanische Stadt. Gehen wir doch hier runter. Heavy Cannons für diese Jäger nicht so gut geeignet wären, bei der relativ niedrigen Schussfrequenz. Gerade wenn man, wie ich jetzt, kein Schnellfeuer eingebaut hat. Hinter mir sind Feinde. Okay, hinter mir waren Feinde. Das wäre zu bedenken. Vielleicht jetzt hier gegen die Läufer vielleicht besser einzusetzen. Warning. Ship is under Sequenz nochmal. So, müssen wir hin dahin. Was ist jetzt los? Ja, so unsichtbare Wände eingebaut. Ach. Schon wieder. Fliegt zu hoch, das ist... Sollte man vielleicht seitens der Entwickler merken, dass man das ein bisschen ausgestaltet, dass man hier nicht an der Decke hängen bleibt. Thank you.
man da noch was hier. Das könnte man jetzt noch besser machen. Schild. Vielleicht hier eine Schildbatterie rein. So, jetzt erstmal die anderen suchen. Die sind noch da hinten. Schon wieder diese Decke. Ich würde jetzt interessieren, wie das Ganze ausgefallen wäre, wenn man jetzt schon Skills und Fähigkeiten aus dem Rufsystem hätte, was ich jetzt bei diesem Charakter noch nicht habe. Schmeißfliegen. Thank you.
das sind 455. Das sind hier Romulaner. Also zum Team, ihr habt jetzt selbst schon gesehen, 455-Bahner, dann noch ein Föderationsshuttle ist dabei und wir sind jetzt zwei Taktiker und drei Wissenschaftler. Macht mit den Informationen, was ihr wollt. Ihr werdet jetzt da kein Steak machen, aber okay. Von wegen, das Taktiker ist, glaube ich, das Wissenschaftler, das ist sowas. Gerade bei Shuttle-Missionen ist es auch wichtig, dass man weil eben die Blue Offiziersstation sehr wenig sind. Ihr habt es jetzt gesehen, ich habe da bewusst auf einmal Heilung hier vertraut, aber das scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Liegt auch, ist ja auch nur Gefahren im Meta 1 und nur Fähnrich. Und es regeneriert nicht so das alles, was man auch nicht so schnell, wie man es eigentlich bräuchte, und von daher ja eigentlich so ja ist man eben auf Heilung von außen angewiesen. Das ist ja auch begrenzt möglich bei einer Shuttle-Mission. Ich kenne jetzt die anderen Shuttles nicht. Sie erhalten 5 Flottenmarken. Und dann noch irgendwas. 71%. Na, dann schauen wir mal. Durchs Meer geworbt. Kommt immer gut an. Fair Weekend. QS Winterwunderland ist beendet. Warum jetzt da noch die Winterwunderland-Werbung dran war im Ladefenster, ist mir jetzt auch schleierhaft. So, 27 Romulaner-Marken und 5 Flottenmarken. Der Deflektor kommt weg.
das waren diese Jägerwaffen. So. Also. Ihr habt die ganze Zeit verklickt. Der Skorpionjäger. Also ich finde es optisch ein sehr schönes Schiff. Gerade weil es auch Canon ist und dadurch natürlich in dem Spiel einen besonderen Rang hat. Ich werde es auch noch mit einer anderen Konfiguration testen. Da werde ich jetzt hier zum Beispiel mal ein anderes Schild reinmachen. Mal was MK, also ein MK11 Schild. Vom Schaden her kann er gut mithalten mit den anderen, auf jeden Fall übertrifft sie an einigen Stellen. Heilung und Regeneration muss man hier jetzt nochmal schauen. Vielleicht hätte man in die Technikkonsole auch eine Panzerung einbauen können. Und dann halt in die Geräteplatz nicht den Subraumfeldmodulator, sondern eine Batterie, irgendeine Batterie, Waffenbatterie oder Schildbatterie. Singularität ist ja auch schon MK11 hier. Könnte man natürlich auch noch anderweitig nutzen. Deflektor und so sind hier in Ordnung und man könnte das Ganze auch noch mit einer Strahlenwaffe nutzen. Das wäre dann für denjenigen, der es authentisch nach Canon haben will, wäre das dann authentischer. Und aber ansonsten gutes Schiff. 500 Zen Kaufpreis ist ja der generelle Kaufpreis für kleine Schiffe. Auch für Low-Level-Schiffe, sage ich jetzt mal. Allemal. Flottenschiffsmodule kann man sich für 500 Zen auch kaufen. Und ansonsten hier, das sind diese ganzen Brückenvarianten. Kann ich das noch nicht zeigen, für die Operationsklasse. Tarnschleichjäger gibt es auch für 500 Zen. Kommt vielleicht mal ein Let's Show, wenn ich den erworben habe. Vielleicht. Kann ich jetzt noch nicht sagen. USS Enterprise Original auch 500 Zen. Auch nicht in meinem Besitz. Also das sind so Vergleichssachen. Was kann man mit 500 Zen noch kaufen? Jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Hoffentlich nicht eine optische Belastung. Hier leichtes Forschungsschiff. Auch wieder aus den Serien bekannt. Aus den Kinofilmen, aus dem dritten Kinofilm bekannt. Und aus Next Generation natürlich. Der Peregrine-Jäger wäre dann die Föderationsvariante. Zum Skorpionjäger, der Delta Flyer aus Star Trek 9 bekannt. Das sind so die Vergleichssachen, was kann man noch kaufen. Aber ansonsten ist es ein gutes Schiff. Das einzige Manko sehe ich im Moment noch bei der Widerstandsfähigkeit von Schild und der Hüllenregeneration. Da kann man noch Optimierungen vornehmen. Aber ansonsten, ich bereue jetzt nicht, dieses Schiff zu besitzen. Gerade weil ich es auch optisch sehr schön finde. Und diese Shuttle-Missionen haben ja noch nicht eine so große Wichtigkeit, als dass es jetzt darauf ankäme, in diesen Missionen zu gewinnen. Vielleicht wird sich das auch noch in nächster Zeit verändern. Es kommt ein PvP-Update mit Shuttle-Mission PvP. Das erste PvP-Update, seitdem es STO überhaupt auf dem Markt gibt. Also vielleicht wird da in nächster Zeit noch einiges kommen. Und vielleicht gibt es dann auch bald neue Missionen für Shuttles in der PvE-Liste als oder als normale Story-Mission.
Mal sehen, was da die Zukunft bringen wird. Bis dahin habt ihr mal hier in dem kleinen Let's Show gesehen, was der Skorpionjäger alles kann. Tipps zur Ausrüstung und zum Gameplay wie immer unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es jetzt gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es informativ. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie unten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Bis zum neuen Let's Show. Bis dann.